Wenn der Mensch beerdigt wird, dann nimm alle Abschied von ihm, die an der Beerdigung teilgenommen haben. Sie gehen dann auseinander. Ja'ahu malak fi yadihi mitraq. Dann kommt ein Engel zu ihm, der in seiner Hand, was hält einen? Einen Eisenhammer. Überleg mal, wann passiert das? Im Grab. Theoretisch, wenn wir heute sterben, sind wir morgen im Grab. Dauert die Abrechnung noch so lange? Wallahi, die Abrechnung ist früher als du und ich denken. Innahum yaraunahu ba'ida wa narahu qariba. Sie sehen die Abrechnung weit. Aber jetzt sagt Allah was über seine Maßstäbe. Wir aber sehen die Abrechnung nah. Sieh das nicht zu weit. Dann wird dich der Shaitan überrollen. Sondern denk daran, dass du jeden Tag sterben kannst, o Diener Allahs. So kommt ein Engel zu ihm mit einem Eisenhammer in der Hand. Wenn er dann gefragt wird, wenn er ein Gläubiger war, sagt er, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dann sagt er das Glaubensbekenntnis. Dann wird zu ihm gesagt, Sadaqt, thumma yuftahu lahu babun ila an-nar. Du hast die Wahrheit gesprochen. Dann wird ihm ein Tor geöffnet zum Höllenfeuer. Allahu Akbar. Er war doch ein Gläubiger. Hört zu. فَيَقُولُ هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ. Das wäre dein Ausgangsort, wenn du Allah, dein Herrn, geleugnet hättest. فَأَمَّا إِذَا آمَنْتَ فَهَذَا مَنْزِلُكَ. Aber weil du ein Gläubiger warst, ist das dein Ausgangsort. فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ. Dann wird ihm ein Tor geöffnet zum Paradies. Überleg mal, er hat gerade noch das Tor zum Höllenfeuer gesehen. Was für eine Änderung der Gefühle. Jetzt sieht er, dass die Tore des Paradieses für ihn geöffnet werden. فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهِ. Dann will er sofort aufspringen und in das Paradies reingehen. Dann wird zu ihm gesagt werden, Skun, bleib ruhig, bleib sitzen. وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِ. Und sein Grab wird dann sehr weit gemacht. Wie ein kleines Jannah.